Nächste Runde. Oh! Diesmal der Arm. Oh Leute, ich glaube, ich muss mich erstmal töten lassen, so wie das mit meinem Leben aussieht hier. Aber das ist ja echt doof, oder? Ich meine, da kannst du den kompletten Kampftod eigentlich sparen gegen diese Skelette. Okay, töte mich. Komm, wir müssen nochmal neu anfangen. Ich habe so wenig Leben, es hat keinen Sinn. Gut. Wir haben es also zumindest geschafft, jetzt wieder in den Kampf gegen den Vergessenen zu gehen. Ist das denn jetzt der finale Kampf? Könnte sein. Die Sache ist, jetzt lässt sich seine empfindliche Stelle richtig blöd treffen. Denn der Arm, naja. Ja, Sprinte von mir aus. Okay. Kleines Triumphtänzchen für ihn. Soll mir recht sein. Oh, der hat gesessen. Ja, mach du da drüben, ist mir recht. Ich sammle erstmal kurz hier. Auch wenn das nicht gerade viel ist. Oh ja, das war jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Gebe ich zu. Ey, komm. Bisschen Fairness. So, erstmal schnell wegsprinten von da. Okay. Du kannst der Attacke nicht ausweichen, wenn du in seiner Nähe stehst. Oh, das war knapp. So, komm. Das muss doch zu schaffen sein. Aber ich treffe ihn halt auch kaum, ne? Oh, shit. Gib mir mal die Kügelchen hier, bitte. Oh, was? Treffe ich ihn überhaupt mal? Ich bin mir nicht sicher. Lauf! Oh Gott, das war viel zu knapp. Ja, sehr gut. Der hat es halt getroffen. Oh, je. Yeah. Ich will nur deine Kugeln haben da. Okay. Oh, mein Leben. Mein Leben. Shit. Das kann nicht gut ausgehen. Das kann einfach nicht gut ausgehen. Oh, komm, ich bin gar nicht in der Nähe gewesen davon. Oh, das war knapp. Ja. Sehr gut. So, was kommt jetzt? Okay. Okay. Ach du Schande, ich ahne, worauf das hinausläuft. Oh, vielleicht auch nicht. Okay. Oh, da kann ich nicht lang. Dann lasse ich das vielleicht auch. So, so ein paar zumindest kann ich jetzt knüppeln, aber definitiv nicht alle. Hätte ich jetzt wirklich alle schaffen müssen? Ah, das wäre jetzt echt brutal, Leute. Ich muss alle diese Steine zerhauen. Oh, ihr habt doch eine Macke, ey. Vor allen Dingen beim ersten Mal weißt du ja noch gar nicht, was du machen musst. Oh, oh. Oh, du triffst diesen Arm wirklich so gut wie gar nicht. Das ist echt schrecklich.
Ah gut, jetzt habe ich in der Luft gestanden. Was will ich machen? Die Ecke ist ein bisschen ungünstig. Ich sollte vielleicht mal hier raus verschwinden. Komm, lass ihn mal woanders hinkommen. Ja, genau. Was? Wie soll mich das noch getroffen haben? Nein. Du triffst mich nicht. Du triffst mich einfach nicht. Oh, was? Das ist neu? Das hat er gerade eben noch nicht gemacht, oder? Oh. Oh, der Kampf ist ja der pure Hass, ey. Eieieiei. Das kann nur großartig werden. Ah! Nicht doch! Nein! Ich danke mal wieder für den großartigen Tipp. Du solltest nicht kämpfen wie ein dummer Bauer. Naja. Man meint es gut mit mir. Man meint es ja so gut mit mir. Ah. Oh, diese Attacke. Diese eine Attacke, diese, die er halt in seiner Nähe ausführt, die finde ich so schrecklich. Man kann der ausweichen, aber... Shit. Ich habe irgendwie das Sprinten verpasst. Aber, ich weiß nicht so wirklich wie, also wo ich da hingehen muss für, um da auszuweichen so wirklich. Okay, ein bisschen defensiver mal arbeiten. So, um dann solche Momente auszunutzen. Wenn er sich dann hinstellt und einfach nur dumm rumbrüllt. Ja. Oh, shit. Du Sackgesicht. Brüll doch mal wieder. Okay. Zumindest lebenstechnisch sieht es noch ganz gut aus. Okay. Oh shit, das wollte ich nicht. So, das war doch mal eine halbwegs erfolgreiche Runde. Gabriel, sprinte, anstatt irgendwas einsaugen zu wollen. Diese Steuerung. Hm, dankeschön. Voll erwischt mit dem Teil. Okay. Leben sieht wieder scheiße aus, aber das sind wir ja fast schon gewohnt mittlerweile. Gabriel, was tust du? Oh, ich hasse es. Wenn Gabriel halt wirklich auf der Stelle stehen bleibt und seine scheiß Sphären zu sammeln versucht, nur weil man auszusehen diesen blöden linken Stick ein kleines bisschen reindrückt. So. Nächster Versuch. Hört man meine Begeisterung heraus? Ja, ist gut. Vor allen Dingen, es ist halt, was mich halt ein bisschen nervt, ist, es ist viermal der gleiche Kampf am Ende quasi. Nur, dass diese Zwischenspiele immer wieder ein bisschen anders sind und nicht unbedingt netter werden. Sondern einfach nur nerviger. So, jetzt. Alles, was wir rausholen können, auf den Arm. Oh, wieder alles daneben gehauen. Ist ja klar. So. Ach, Gott. Ich wollte gerade sagen, müsste nicht mal wieder. Aber er holt den Schrei auch raus. Er macht's auch.
Gut soweit. Ja, schön auf Abstand. So, jetzt können wir wieder. Und gleich weiter. Ah, okay. Da konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. War ich vielleicht ein bisschen übereifrig mit meiner Attacke. Ja. Naja, Leben sieht so lala aus, sag ich mal. Okay, wo geht's los? Ist halt auch so ein bisschen Glückssache, wo es ja... Also wo die Dinger hin verteilt werden, ne? Oh, war ja klar. War so klar, dass ich zu kurz komme. Ja, den kriege ich auch nicht mehr. Den schaffe ich auch nicht. Das brauche ich gar nicht erst probieren. Da kann ich mich gleich jetzt zu denen hinbegeben. So, zumindest drei in einer Ecke. Das heißt, ich habe den Rest der Kampfarena für mich. Das könnte zumindest ein bisschen erfolgversprechender sein. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen jetzt, dass ich... Ja, dass ich nicht versau durch solche Rotzattacken. Wo ich dann einfach reinlaufe. So, einfach nicht zu viel machen. Einfach keine Monster-Kombos auspacken hier, die mich dann automatisch da reinrennen lassen. Okay. Jawohl. Jetzt muss es doch eigentlich funktionieren. Komm schon. Die sind alle in einer Ecke, die drei Dinger. Oh nein, der packt alle wieder aus? Ach so. Sag mir das doch eher. Oh shit. Nein. Oh. Ich krieg's nicht hin. So. Mann, das müsst ihr mir doch eher sagen. Woher soll man das denn wissen? Oh, beste Idee. Ah. Jawohl, die Schulter. Auf zur nächsten Runde. Meine Güte. Ich glaube, du sollst mich erstmal töten. Jawohl. Denn da hat man sowieso keine Chance und es gibt endlich den nächsten Checkpoint. So. Die Frage ist, ist das jetzt schon die letzte Runde oder ist es noch die vorletzte? Ich befürchte, es ist noch die vorletzte und die letzte wird dann der Kopf sein oder sowas. Denn wir haben uns immer weiter von unten nach oben vorgearbeitet. Oh Gott. Also das war jetzt unglaublich missverständlich, muss ich sagen. Dieses Zwischenspiel, was wir gerade hatten. Und es hat mir sehr, sehr viel Verdruss bereitet. Ja, ja, ist ja gut. Aber langsam muss man echt hoch springen, um den noch zu kriegen. Findest du nicht auch, Kollege? Ich treffe natürlich nichts, wie immer. Ja, schon besser. Okay. Alles gut soweit? Okay. Weg, 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 weg. Okay. So, beim Sprint können wir eh nicht viel machen. Alles zu kurz. Das Beste ist halt wirklich, wenn er hier seinen Schrei ablässt. Weil er dann absolut gar nichts macht. Ich
muss mir auch angewöhnen, mehr nach links auszuweichen und weniger nach rechts, damit ich in die Nähe der Schulter komme. Mich zieht es halt immer so nach rechts weg, so gewohnheitsmäßig einfach nur. Aber nach links wäre halt einfach wirklich besser eigentlich. Ah. Beweg dich doch, Junge! Oh Gott. So, einmal zurück. Und wieder über die Klinge. Jawohl. So, was kommt jetzt? Was ist es diesmal? Oh Gott! Was? Was? Okay. Ich muss ihn mit Spießern bewerfen. Das ist eine super Idee. Oh, shit. Na, ganz toll. Jetzt bin ich so konsterniert davon, dass ich hier den Kampf wahrscheinlich komplett versaue an der Stelle. So, das reicht. Okay. Zurück. Okay. Da wurde das etwas knapp mit dem Kampffeld so langsam. So. Jetzt aber. Jawohl. So, diesmal sollte ich vielleicht auch treffen mit dem Spieß. Meint ihr nicht auch? Auf jeden Fall erstmal irgendwie ausweichen. Okay. Diesmal müsste es treffen. Jawohl. Wunderbar. Oh shit, ich muss die andere noch werfen. Ich dachte, ich muss bloß einen werfen. Gut. Und den letzten auch noch. Ins Schwarze. Und damit auch zum finalen Teil. Zertrümmer den verfluchten Helm. Auf das Ding. Jawohl. Jawohl, jetzt kommt's zum großen Finale. Vielleicht sollst du mich erstmal töten wieder. Oder vielleicht zieh ich es auch einfach durch, bis ich selbst irgendwann getötet werde, was jetzt sowieso schon der Fall ist. Okay, letzte Runde. Es wird. Es ist ein absolut schrecklicher Ermüdungskampf. Oh Gott, jetzt muss ich schon Doppelsprung machen, um ihn überhaupt irgendwie zu kriegen. Es ist ein ganz schrecklicher Ermüdungskampf. Aber so langsam kommen wir vorwärts. Oh Gott, kommen wir vorwärts, wollte ich sagen. Ich sehe aber schon, den Kopf zu treffen wird wirklich schwer werden. Da muss ich mir erst noch ein bisschen was einfallen lassen, wie ich hier genau vorwärts gehe. So, zur Seite. Und zurück. Ah, so ein paar Treffer kann man halt ab und zu mal setzen, aber das ist nicht so wirklich erfolgversprechend. Oh! Irgendwie habe ich mit anderen Sachen gerechnet gerade. Ja. Mach mal was anderes. Schrei mal! Nicht hüpfen. Ich habe das Gefühl, er schreit jetzt auch nicht mehr. Vielleicht hat er gemerkt, dass das nicht das Schlauste ist, was er machen kann. Ah, gut. Die Treffer musste ich jetzt mal in Kauf nehmen, um selbst mal ein paar Treffer setzen zu können. Sonst komme ich ja nie vorwärts. Huch.
Also man merkt schon, er ist ein bisschen wütender geworden als vorher. Man muss jetzt halt nur noch die Lücke finden, das ist das Problem. Au! Mann, 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 Mann. Ja, ja. Ja, ja. Schön zurückgehen. Er packt keinen Schrei mehr aus. Nie wieder. Er schreit nicht mehr. So, einfach mal ganz mutig nach vorne preschen und draufhauen. Gut, dafür kassiere ich dann aber auch einen, ne? Oh Gott! Gerade in dem Moment, wo ich die Richtung ändere, fängt er an zu sprinten hier. Das ist nicht so gut. Ja, solche Attacken sind schon besser. Davon sollte er mehr auspacken. Er lässt sich mehr mit anfangen beim Kontern. Meinst du nicht auch? Komm, mach mal wieder hier so einen Schwinger mit irgendwelchen komischen Felsblöcken oder was auch immer. Okay, ich werde sterben. Es ist schon abzusehen. Jetzt. Naja. Da muss ich mich jetzt auch erstmal wieder rantasten. Er ist jetzt halt einfach noch ein Stück nerviger. Ich nähere mich an. Das definitiv. Wenn ich denn da auch treffe dann. So. Der war knapp. So, also es gibt zumindest so ein paar Attacken, wo ich mir jetzt vornehme, von denen sollst du dich nicht mehr treffen lassen. Und ich glaube, die Attacke mit den Schwertern, die ist mittlerweile so vom Timing her bei mir die, wo ich am besten hinkomme noch, um ihn zu treffen. Also ich kann er von mir aus noch ein bisschen öfter... Ach, Mann, auspacken. Ich muss mal hier drüben hin. Zeug einsammeln. Vielleicht schaffe ich es ja sogar mal, so viel Lichtmagie zusammenzutragen, dass ich da tatsächlich eine essentielle Menge an Leben wieder rausholen könnte. Ah, da war nix. Okay. Hier hinten war doch noch was, ne? Naja, nicht so wirklich. Okay. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Jetzt definitiv. Es zieht halt bloß so gut wie nichts ab. Aber wir bleiben bei der Taktik. Die ist bislang noch die erfolgversprechendste, die ich hier überhaupt bisher hingekriegt habe. Und weg. So, das sammeln wir ein. Gut. Okay, okay, okay. Soll er ruhig ein bisschen aufstampfen, wie ein kleines wütendes Kind. Ah, Mist, jetzt habe ich es total versaut gerade. Daneben. Okay. Gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihm irgendwas an Leben abziehe auch wirklich. Es sieht nicht danach aus, um ehrlich zu sein. Nee, nee. Doch, jetzt sieht es auch mal so aus, als ob er Leben verliert. Aber nicht viel. Wirklich nicht viel. Oh, shit. Ach, Mann. Shit, jetzt packt er die aus. Echt jetzt. Ich glaube, es entgleitet mir gerade so ein bisschen.
Okay. Gut, bloß nicht da reinkommen. Pack doch mal die zwei Schwerter aus. Oh, natürlich. Gut. Nein, nicht gut. Oh, der war knapp. Scheiße, genau reingerollt. Okay, wir kommen näher, wir kommen näher. Jetzt bloß nicht versauen. Was, der trifft mich damit? Du willst mich wohl verarschen. Ey, so langsam muss doch genug sein. Jetzt fall um, jawoll. Oh Gott. Was das? You cannot triumph here, fool. You have no comprehension of what you are up against. The seal is open. I'll enter your world now. It will be reduced to ashes, and I shall inflict 10 times the pain and suffering that were inflicted upon me when I was imprisoned by your brotherhood. I'll let you live, so you can witness your complete and utter failure. Freedom at last. Oh crap! Ja! Es ist geschafft! Gabriel hat den Vergessenen vernichtet. Und ist zu einem unglaublich mächtigen Motherfucker geworden. Ich glaube, das wirst du nicht mehr brauchen. Und so kehrt Gabriel zurück. Die Pflicht ist getan. Der Vergessene ist vernichtet und... Wow.
Gabriel hat's jetzt echt drauf. Wir können eigentlich noch, weil wir einfach, ja, weil wir es können, können wir die Reliktkraft eigentlich noch kaufen, ja, die letzte. Den ultimativen Schatten. Siehst du mal, gibt's noch eine Errungenschaft dafür, der Meisterkämpfer, weil wir jetzt alle Fähigkeiten beherrschen. Tja, das, Freunde, das war's. Wir haben alles geschafft. Gibt's noch mehr Errungenschaften, wunderschön. Wir haben alles geschafft, wir haben alle Kapitel durchkämmt. Natürlich gibt es überall noch, um 100% zu erreichen, noch ein paar Sachen zu sammeln und so, aber storytechnisch sind wir damit durch. Castlevania Lords of Shadow ist Geschichte. Und ich muss sagen, dieses letzte Level, das hat... also die wollten mich nochmal so richtig böse abfucken, hatte ich das Gefühl. Das hat meine Geduld ja dermaßen strapaziert, das ist nicht zu fassen. Das war, da war alles drin, was ich hasse. Aber wir haben durchgekämpft. Wir haben uns durchgekämpft. Und am Ende ist der Vergessene vernichtet. Und ich bin so froh, dass der Kampf endlich vorbei ist. Er war so schrecklich. Gut, Leute, damit würde ich sagen, es hat trotzdem Spaß gemacht. Das Spiel hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hatte ja das ganze Geschwurbel schon von mir gelassen in den Credits, damals am Ende des Hauptspiels. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Das war's jedenfalls von Castlevania Lords of Shadow. Macht's gut, bis die Tage im nächsten Projekt. Und haut rein, bis bald.